freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sitzen hier zu viert. Später wird sich das Ganze halbieren. Dann müssen wir uns leider von Fabian und Tobi verabschieden. Aber jetzt für alle Informationen, die wir euch in dieser Pre-Show vermitteln wollen, da sind die beiden unglaublich wichtig. Fabian, du hast das Ganze redaktionell mitgeplant, hast alles im Auge, kennst alle Regeln, weißt alle Spiele, du darfst natürlich nichts verraten, weil die Teams hier sitzen. Daniel, du sitzt mit mir hier gleich in der ersten Caster-Schicht, bist selbst von der GameStar. Ja. Aber neutral, ne? Nein. Gut, schauen wir mal. Dann werde ich dementsprechend dagegen halten mit Parteilichkeit. Und Tobi, du hast auch schon, wie bei House on House 1 und 2, die IT-Einbindungen gebaut, die Minispielchen, die wir auch dieses Jahr wieder machen. Genau. Ja, wunderbar. Fabian, fangen wir bei dir an. Ja. Was erwartet uns heute? Naja, im Grunde orientieren wir uns an den letzten Ausgaben Haus an Haus. Das heißt, es werden im Wesentlichen 24 Videospiele hier gespielt werden. Die haben wir zu gleichen Teilen aufgeteilt in Versus- und Speedrun-Disziplinen. Versus-Spiele sind Spiele, die direkt gegeneinander gespielt werden von den beiden Teams, für die sie zusammenkommen in unserer Versus-Area und da in wechselnden Konstellationen gegeneinander antreten. Und bei den Speedrun-Spielen, da sind sie in ihren Häusern und die Häuser spielen für sich. Und es gibt dann verschiedene Siegbedingungen, sowas wie ihr müsst eine bestimmte Aufgabe im Spiel lösen oder ihr habt eine bestimmte Menge an Zeit und müsst da irgendwas besser machen als das andere Team. Also das kennt man quasi aus den alten Ausgaben. Ebenso auch das Punktesystem. Wir haben da wieder was gemacht, was dafür sorgt, dass nicht irgendwie nach 12 Spielen schon eine Entscheidung fallen kann, sondern erst etwas später, weil quasi die Punkte ansteigen. Das heißt, Spiel 1 gibt einen Punkt, Spiel 4 gibt 4 Punkte, Spiel 11 gibt 11 Punkte. Nice. Genau, so geht das weiter. Ein progressives Punktesystem. Wir sehen das hier. Das führt dazu, dass wir zumindest, glaube ich, so ungefähr 3/4 der Spiele auf jeden Fall erleben werden. Mhm. Ein zentrales Element der Teile Haus an Haus 1 und 2 war ja auch mal der Shop. Ne? Mhm. Da konnten die Teilnehmenden sich dann immer Punkte erspielen, eine extra Währung und in diesem Shop sich dann Annehmlichkeiten wie entweder Sitzmöglichkeiten oder auch was zu essen kaufen. Das haben wir diesmal ein bisschen anders geregelt. Tobi, wie sieht das aus? Tatsächlich gibt es diesen Shop, glaube ich, einfach gar nicht mehr, wenn ich mich täusche, aber da kann Fabian auf jeden Fall mehr zu sagen. Ja, ist richtig. Wir haben den Shop rausgenommen, weil wir gemerkt haben, dass der schon in Folge 2 so einigermaßen redundant wurde, weil die Leute kaufen sich dann irgendwie was, wo sie besser drauf sitzen können, was ich für sinnvoll halte in der Länge der Zeit, die man da sitzt. Und dann wird das später eher noch für irgendwelche Quatschausgaben verwendet. Und es hat das ganze System auch ein bisschen kompliziert gemacht, weil du eben zusätzlich zu den Siegpunkten auch noch eine Shop-Währung hattest, die du mit tracken musst und im Auge behältst. Und deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir raus und wir werten die Wichtigkeit der Community-Spiele auf. Das heißt, ihr da draußen, die ihr für eure Häuser zuschaut und die supporten wollt, ihr könnt aktiv mitspielen und quasi direkt in diesen Community-Spielen Belohnungen für eure jeweiligen Häuser gewinnen. Ebenso Sachen, Nils sagte das eben schon, wie zum Beispiel was, wo man bequemer drauf sitzen kann oder auch Joker, wie wir sie aus den vorherigen Ausgaben kennen. Und wir haben das Schiffe versenken beibehalten aus der letzten Ausgabe. Das eine ganz schöne digitale Variante, wo die beiden Communities gegeneinander Schiffe versenken spielen. Und neu und sehr viel aufwendiger noch sind zwei programmierte Varianten, die auf Videospielen aufsetzen. Und da hat ja Tobi maßgeblich mit dran gearbeitet im Rahmen des Digi-Teams. Tobi, was erwartet uns da Neues an Community-Spielen? Genau, wir wollten das Ganze einfach ein bisschen größer denken dieses Mal und wir haben jetzt zwei Spiele gewählt, eins davon sehr kompetitiv, also für uns sehr kompetitiv, aber auch gleichzeitig sehr gut zugänglich. Und das zweite Spiel, was wir rausgesucht haben, ist tatsächlich so ein Longterm-Spiel, das wird einige Stunden gehen. Ich würde sagen, wir gucken einmal in die Mats von dem ersten Spiel. Gestrandete Weltraumpiraten und Automationsfans, aufgepasst! Bei unserem Factorio Speedrun ist euer Talent gefragt. Beide House-on-House-Community-Teams müssen während der Sendung um die Wette bauen. Auf unseren Multiplayer-Servern könnt ihr jederzeit dazustoßen und unter Beweis stellen, wie gut ihr miteinander kooperiert. Je mehr HelferInnen euer Team bekommt, desto besser. Das Team, welches als erstes eine Rakete ins Weltall schießt und damit das Spiel durchgespielt hat, gewinnt. Genau.
Genau, da habt ihr es an der ersten Stelle gehört. Factorio Speedrun ist quasi dieses Longterm-Spiel, von dem ich gerade sprach. Wir haben einen lustigen kleinen Playtest gemacht. Also wir aus meiner Abteilung waren zu viert und haben uns letztes Wochenende eingeschlossen und haben geguckt, okay, wie lange brauchen wir zu viert, wenn wir es drauf anlegen? Mhm. Das waren so bei 9-10 Stunden. Dementsprechend könnten wir vielleicht heute mitten in der Nacht erwarten, dass die erste Rakete von dem ersten Team ins Weltall geschossen wird. Hammer, finde ich sehr gut. Also da muss man auch ein bisschen auf den Skill und den Einsatz der Community setzen, wenn man heute Abend oder die nächsten 24 Stunden eine gute Zeit haben möchte. Also haltet euch ran. Super Idee, finde ich echt klasse. Ist aber nicht der einzige, ne? Nein, das ist nicht das zweite. Wollen wir einfach auch da direkt in die Mats reingucken? Mhm. Willkommen zum Community Battle in Minecraft. Wir lassen eure Teams in einem eigens entwickelten King of the Hill Spielmodus gegeneinander antreten. Jedes Team startet in seiner eigenen Stadt. Hier kann gelootet, gemined und gecraftet werden, was das Zeug hält. Doch wertvolle Punkte erhaltet ihr erst in der Mitte der Spielwelt. Umringt von gigantischen Burgmauern befindet sich der Hill. Solange ein Team hier mehr MitspielerInnen als das gegnerische Team versammeln kann, zählt dessen Punktestand kontinuierlich hoch. Nach Ablauf der Zeit gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Episch. Jetzt frage ich mich natürlich, was muss man machen, um damit spielen zu dürfen? Tatsächlich ist das relativ einfach. Wir haben jeweils zwei Shortlinks für die einzelnen Spiele gemacht. Also wenn ihr Bock habt auf Factorio, dann gebt ihr einfach ein rbtv.to/Factorio. Wenn ihr mitspielen wollt bei Minecraft, gebt ihr einfach ein rbtv.to/Minecraft. Oder aber ihr geht auf rbtv.to/hnh-mitmachen. Das sind quasi die drei URLs, die euch interessieren. Wichtig bei dem Minecraft-Ding ist auf jeden Fall, dass wir möglichst viele Spieler haben wollen. Aktuell so ausgelegt ist so 200 gegen 200 Leute. Also wirklich, es geht um Community, es geht um gemeinsam zocken. Da sitzt sehr, sehr viel Herzblut drinne von mehreren Menschen aus dieser Firma und tatsächlich komplett selbst programmiert an der Stelle. Mhm. Wir haben übrigens in Kooperation mit Microsoft hier noch was gemacht. Wir haben einige Keys besorgt für den Game Pass, weil die Minecraft-Version, die ihr hier benötigt, die ist auch im Game Pass enthalten. Schaut da einfach in den Chat, da bekommt ihr die Infos, wie ihr diese Keys einsacken könnt und euch quasi ein Game Pass-Abo für 14 Tage darüber abschließen könnt und dann schnell Minecraft installiert. Kannst du nochmal sagen, Tobi, welche Version ist die, die hier relevant ist für die Disziplin, die wir spielen? Genau, wir spielen einfach mit der Java Edition, also das, was, glaube ich, vor 15 Jahren released wurde, ursprünglich in der neuesten Version allerdings. Ich glaube, es ist 19.2 an der Stelle. Also einfach die Standard-Minecraft-Java-Version runterladen. Die hat fast jeder. Und ansonsten ist sie auch im Game Pass drin, wie du schon sagtest. Und dann könnt ihr einfach mitzocken. Cool. Ich glaube, so viel zu den Community-Spielen. Haben wir noch was vergessen, Tobi? Nee, nicht, dass ich wüsste. Factorio ist halt wirklich Long-Term und wir werden aber nur am Ende einmal reingucken, wenn die Rakete kurz vorher in die Luft geht. Mhm. Das wird quasi nicht die ganze Zeit Teil sein, aber das Minecraft-Ding wird halt wirklich immer mal wieder während der Sendung auftreten. Genau, stimmt, das haben wir jetzt auch nicht gesagt, das ist deutlich kompakter. Also während Factorio echt so eine Langzeitaufgabe ist, bei Minecraft ist was, was wir gut steuern können, auch in der Länge. Für wie viele Minuten sind diese Runden jetzt jeweils angedacht? Also die Runde geht exakt 13 Minuten lang und das Team gewinnt, was am meisten Punkte eingesammelt hat, aka wer am längsten in der Mitte stand. Mhm. Cool. Sehr schön. Also Factorio, Minecraft, Schiffe versenken, da ist auf jeden Fall jede Menge Einsatz gefordert. Ihr könnt also Einfluss nehmen und euer Team unterstützen auf dem Weg zum Erfolg. Seid also mit dabei. Und falls ihr während der nächsten 24 Stunden Lust habt, euch auszutauschen, dann könnt ihr das natürlich auch machen im Forum. Auch da hat Tobi im Hintergrund die Fäden in der Hand. Da gibt es nämlich verschiedene Threads, wie man sie nennt. Eins für Team GameStar. Mhm. Eins für Team Rocket Beans und auch eins für die Show im Allgemeinen. Also dort könnt ihr natürlich jederzeit gerne vorbeischauen, euch miteinander unterhalten oder auch nochmal Fragen stellen. Wenn jetzt hier irgendwas unklar war, dann findet ihr da auf jeden Fall Hilfe. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Regeln und das Drumherum eigentlich ganz gut erklärt. Falls, wie gesagt, noch Fragen offen sind, geht gerne ins Forum. Jetzt wollen wir uns mal den Stars der Sendung widmen. Das sind erstaunlicherweise nicht wir vier, sondern das sind zwei Viererteams, die wir heute eingeladen haben. Daniel, wen hast du mitgebracht? Ja, wir haben die Games. Ich will einmal kurz unsere die Bilder einmal zeigen. Ach so, ja, okay. Den weiten Weg aus München gereist, nur um zur Niederlage anzutreten. Die von der GameStar. Warum sind Sie hier, wenn nicht zur Belustigung? Der trickreiche Taktiker Maurice zieht mit seinen treuen Truppen erneut in den Kampf.
seine Strategie für die Schlacht? Leben ist scheiße, aber Hauptsache deins ist noch beschissener als meins. Wird er seinen Kontrahentinnen also mit cleveren Kniffen das Leben zur Hölle machen? Schon oft bei Rocket Beans zu Gast und zunehmend schwieriger loszuwerden. Tschüss. Sollten sich jedoch vor allem seine Genossinnen Gedanken machen, ob der größenwahnsinnige Regent den eigenen Reihen heute treu bleibt. Und sein Gefolge? Da hätten wir Ann-Kathrin, aka AK. Unbeirrt besiegt sie beim Ballern ihre Gegner und lässt sich von nichts so leicht ablenken. Zu den weiteren selbsternannten Stärken der Streamerin zählen außerdem Backen und Basteln. Bei genauer Recherche stellen wir uns da allerdings nur noch eine Frage. AK, are you okay? Are you okay, AK? Bin mir bewusst, dass das Ganze vielleicht ein bisschen nach Serienmörder klingt. Der Eindruck verstärkt sich bei genauerem Hinsehen. Wo Mitstreiter bei gruseligen Games gnadenlos erschrecken, wird ihr ein entzücktes Lachen entlockt? Ich habe große Angst. Weiter geht's mit Michael, einem Mann der ersten Minute. Seit circa Christi Geburt im Gaming-Biss stürzt sich der agile Abenteurer in alles, von Action-Adventure bis Souls-like. Der in die Jahre gekommene Gamer schlendert dort jedoch gerne gemächlich durch die Gebiete, um in feinster Touri-Manier schicke Schnappschüsse zu schießen. Vollprofi. Alles, was ich hier produziere, ist pures Gold. Cool, Michi. Ist aber heute kein Fotowettbewerb hier, also mal sehen, wie viel das bringt. Ob seine ansonsten aber durchaus vorhandene Zerstörungswut sich heute gegen seine Feinde richtet oder doch eher gegen unsere Technik, bleibt abzuwarten. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, welche Wahl uns weniger gefallen würde. Und last but not least, Julius aka Jules. Vom PR-Manager bei Rockstar zum bühnenreifen Rockstar himself hat er sowohl am Controller als auch im Real Life die Moves. Ja, naja, he's got the moves, like, vielleicht nicht ganz Jagger, aber genau, anderes Thema. Der wortgewandte Wildfang. Also wenn ich einen Stream, nee. Ja doch schon, also nee. Ist neben seiner Leidenschaft für Gesang und Gaming aber auch immer offen für neue Nebengeschäfte. Ich hätte schon Bock, Fuß-Content zu machen. Wir fragen uns, wird ihm diese Neugier hier von Nutzen sein? Und viel wichtiger, wird Team GameStar seine GegnerInnen grillen? Oder wird Team Rocket Beans die RivalInnen restlos ausradieren? So oder so, Bühne frei für die von der GameStar. Leute, mal kurz in den Hype hoch! Mal kurz hier ein bisschen hypen! Jetzt geht's! Das ist deine Gang. Ja, wunderschöne Mats. Dankeschön dafür schon mal. Ist ja sehr cool. Habt ihr lange recherchiert für wahrscheinlich und gesammelt. Nee, wir machen das täglich. Also Gemeinheiten austeilen, das können wir einfach. Wir sammeln von ganz vielen Kontrahenten immer laufend Material, damit wir im Falle eines Konflikts einfach direkt die Person vernichten können. Das haben wir ja beim SIF-Gipfel gesehen, wer da von wem vernichtet wurde. Wir haben ja unseren finsteren Herrscher Maurice dabei. Wenn wir die Leute auf dem Schlachtfeld vernichten könnten, müssten wir nicht die ganze Intel besorgen. Deswegen, das ist das, was wir dann am Ende machen, wenn wir nicht gewinnen können. Wir haben einen kleinen Personalwechsel. Da ist erneut zu einer Rochade gekommen. Ja, wir haben sehr viel rochiert. Tatsächlich ist AK leider erkrankt und deswegen heute nicht dabei. Dafür haben wir die fantastische Tascha Säuser dabei. Die sehr kurzfristig eingesprungen ist. Ich glaube, vorgestern Mittag wurde besprochen, wer fährt als vierte Person mit. Und Tascha hat sich sehr spontan dazu bereit erklärt, mitzufahren, hat sogar ihren Hund noch geparkt beim Kollegen. Und wir freuen uns sehr darauf, dass Tascha mit ihren Skills uns heute helfen kann. Tascha, weißt du, wo du hier bist? Ich wäre gerne zu Hause. Okay, das ist Was haben dir denn deine Kollegen erzählt? Meine Kollegen haben erzählt, wenn ich mitkomme, kriege ich ein Bier und das hat auch funktioniert. Du hast schon zwei bekommen. Ja, heute habe ich auch schon zwei bekommen. Das war schon erfolgreich. Sehr gut. Ja, mehr Bier musst du dir dann erspielen. Ja, gar kein Problem. Und wenn irgendwann die Verzweiflung eintritt, dann kannst du auch, ist frei saufen. Ab dem Zeitpunkt, wo dann wirklich, wo tilt ist, ist frei saufen. Maurice, du hast mich ja schon auch ein bisschen geärgert in der jüngsten Vergangenheit. Das ist möglich. Ja. Das war Atombomben, also bitte. Ich übernehme keine Verantwortung. Es schien in dem Moment wie ein sinnvoller Kurs, die 5 Atombomben auf deine Städte zu werfen. Im Spiel. Ich glaube, vor Gericht, jeder an meiner Stelle hätte das Gleiche getan. Ich habe damals natürlich nicht ganz vielleicht die Gesamtheit der Situation, dass wenige Tage später ich dir ausgeliefert sein würde, der du hier kommentierst, vielleicht nicht ganz erfasst.
Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Ich würde mal behaupten, dass jeder, der eine Atombombe wirft, die Zukunft, egal ob nah oder fern, nicht ganz erfasst hat. In dem Sinne hast du wahrscheinlich zumindest mal authentisch gehandelt. Ja, Jules. Vielleicht ja? An dieser Stelle kurz noch, weil ich im Chat schon gesehen habe, dass es Verwirrung gibt, welche Natascha denn jetzt heute da ist. Natascha Becker, die eigentlich auch mitspielen sollte und stattdessen wäre Michi an meiner Stadt hier gesessen. Die ist leider auch nicht da, aber aus sehr, sehr erfreulichen Gründen, sagen wir mal so. Viele Grüße sowohl an AK als auch an Natascha von dieser Stelle. Wir haben euch sehr lieb. Ist erfreuliche Gründe sehr erfreulich. Ein Geheimnis jetzt oder willst du ist das? Das, steht das schon kann sich jeder selbst denken, glaube ich. Nee, halt nicht, das will ich ja nicht fragen. Das mir fallen spontan sehr viele erfreuliche Gründe ein, weshalb man zum Beispiel nicht da sein. Wenn man sagt, mit Maurice nicht 24 Stunden in einem Raum zu sein, ist schon erfreulich. Wir sind seit 2 Tagen mit Maurice im Zug und im Hotel und sogar auf der Reeperbahn gewesen. Das hat sich Natascha jetzt erspart und das sind wahrscheinlich die erfreulichen Gründe. Nein, Natascha ist. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin ja, glaube ich, gegengekommen. Das tut mir sehr leid. Ja, Daniel, ich weiß, du bist die gut konstruierten Sets von uns daheim fällt gewohnt. Es ist hier ein bisschen da anders. Da ist das noch nie passiert. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Ja, und es ist ein Best-of. Das müssen wir jetzt halt alle mit klarkommen irgendwie. Ja, das ich würde übrigens auch noch also tatsächlich wollte ich ja noch mal ganz klar an dieser Stelle, dass die schäbigen Sabotageversuche Team Rocket Beans 2 Teammitglieder uns quasi vorher weggesniped zu haben, das wird überhaupt nichts bewirken. Wir wissen genau, dass ihr dahinter steckt. Wir haben genug Heldinnen und Helden, die einspringen in solchen Fällen, ja, dass ihr uns gar nichts könnt. Also ich möchte an der Stelle noch mal sagen, dass ich an der Vaterschaft überhaupt nicht Verantwortung zeigen will. Nils, wir wissen beide, was du bei Rust a Lot mit, wie du mit hinter, ja, also. Wir beide wissen, wie erfolgreich das war. Ja, das stimmt. Von daher bin ich, glaube ich, fein raus. Ja, wen haben wir noch? Jules. Ja. Du bist ja cooler Dude. Danke, schon mal. Wie lange hältst du das so durch? Cooler Dude zu sein. Die Fassade, ist das so, also 24 Stunden hält das, die Coolness, oder? 3 Minuten noch, wenn du mich jetzt gerade so fragst. Nee, aber warst du schon mal 24 Stunden wach, bestimmt auf einem Rave oder so? Du bist doch bestimmt. Du bist das Pendant zu Krogi. Du bist doch so ein energiegeladener Mensch, bestimmt. Ob ich 24 Stunden wach? Nee, ich glaube, ich habe eher 24 Stunden mal geschlafen, als 24 Stunden wach zu sein, um ehrlich zu sein. Wird spannend. Wir wissen, ich weiß nicht, was es mit mir machen wird, aber ihr werdet daran teilhaben und es wird hoffentlich wenigstens unterhaltsam. Ihr habt das wenigstens hinter euch dann schon morgen Abend und wir müssen mit dem noch nach Hause fahren. Ey, von dir will ich gar nichts hören. Was denn? Du gehst gleich schlafen in ein paar Stunden. Schauen wir mal. Das stimmt, wir gehen alle, wir sind so maximal bis 0 Uhr hier, dann legen wir uns ins warme Federbett, kuscheln uns richtig ein, wachen morgen früh auf. Aber nicht ins Gleiche, oder das, doch? Das wollen wir nochmal schauen. Jetzt legt er schon wieder los, der schwere Nöter, ich wusste es. Der versucht ja einfach runterzukommen, der will auch weg von euch. Lieber mit Nils ins Bett, als mit euch im Zug. Apropos weg, Michael, du wolltest nie weg, ne? 10 Jahre bist du jetzt bei der GameStar? Ich glaube noch länger, ist inzwischen glaube ich, also ich kann mich an 3/4 von den Szenen aus diesem Vorstellungsding nicht mehr erinnern. Also es ist wie so eine außerkörperliche Erfahrung gerade gewesen. Ich glaube, im 16. Jahr gab es damals schon Computer? Keine Ahnung, aber ja. Wahnsinn. Irre. Und nie mal das Gefühl gehabt, irgendwas Richtiges machen zu wollen? Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Wann studierst du denn das mal? Machst du mal was Richtiges? Aber ich habe ja das Land wenigstens verlassen. Ich bin ja immerhin ausgewandert und jetzt extra für euch wieder hier. Und hast den Preis dafür bezahlt. Ja, das stimmt. Auf der Hinfahrt. Das stimmt. Was ist der Preis? Schlimme Hinfahrt. Deutsche Bahn. Dankeschön. Ich habe aber gestern schon gesagt, es war eigentlich mega geil. Es ist dummerweise jetzt schon wieder alles weg, weil ich hatte gestern so viel Hass in mir. Den hätte ich hier rüber kanalisieren können, aber... Der kommt gleich wieder, glaub mir. Der kommt wieder. Ja, also wir müssen dich einfach regelmäßig daran erinnern, an dein Zugabenteuer. Warum du überhaupt hier bist. Ja. Das sowieso. Sehr gut. Also, jetzt haben wir euch ein bisschen besser kennengelernt, aber das ist natürlich am Anfang noch sehr viel Fassade, da steuert man dieses Selbstbewusstsein, man ist lustig, aber wir alle wissen, 24 Stunden, die zermürben die Maske, die man trägt und am Ende dieser Zeit, da hat man einen Menschen dann so richtig kennengelernt. Da freuen wir uns alle sehr, sehr drauf. Daniel, hast du eine Ahnung, welches Team euch heute entgegensteht?
Ja, wir waren ja gestern zusammen schon aus. Mal abgesehen von Kogi, da haben wir uns sehr, sehr gut kennengelernt. Und ich bin begeistert. Ich denke, du wirst deine Kameraden gleich persönlich vorstellen. Ja, aber das kannst du doch machen. Ich? Na gut. Also, für Team Rocket Beans spielen heute, kommt erst die Mats? Ja. Erst kommt die Mats. Heute im Heimspiel Team Rocket Beans. Da haben wir Wirt, der waghalsige Widersacher, kann kämpfen, kann singen, kann tanzen, kann alles. Wissenschaftliche Studien in Form eines 30-sekündigen Vergleichs zweier YouTube-Videos haben bewiesen, dass er nicht altert. Somit sind seine Reflexe nach wie vor auf dem Niveau eines Neunjährigen und werden die GegnerInnen von der GameStar gründlich alt aussehen lassen. Weiterer Bonus! Er war schon bei der ersten Ausgabe des Aushängeformats dabei. Auf Nachfrage sagte er natürlich auch für dieses Jahr begeistert. Wir freuen uns schon sehr auf Haus an Haus Nummer 3, oder wie? Ja, klar. Zum ersten Mal eingelassen auf Haus an Haus hat sich Sarah. Ich wusste, ich bin irgendwo weiter in Hamburg. Ausgebildet bei Game 2 und jetzt in der Gaming-Redaktion hat sie inzwischen selbst die grausamsten Games gemeistert. Ich liebe dieses Spiel. Boy. Und so viel ist klar, ihren GegnerInnen wird die Gute nichts durchgehen lassen. Wir sollen den Herrn Lehrer doch nicht unterbrechen. Tackeln wie ein Turtok wird sie alle Turbulenzen, die ihrem Team im Weg stehen, ohne Rücksicht auf Kollateralschaden. Aquaknarre Arschloch. So nämlich. Auch im besten Team bei Haus an Haus. Janina, aka heißt J9, ist mein Rappername. So. Die neueste Ergänzung der Twitch-Entourage. Bin ich gerade in der Sekte beigetreten? Macht sich bereit zum Angriff. Und das kann sie sowohl mit Worten. Ich werde dich und deine komplette Sippe auslöschen. Als auch Taten. Die sportliche Streamerin sammelt die Tränen ihrer Kontrahenten, definitiv nicht ihre eigenen, und peppt damit ihre Proteinshakes auf. Dein ist das Protein und die Gains und die Geschmäcker in Ewigkeit. Way, man. Komplettiert wird das Kollektiv durch keinen geringeren als Krogi. Der enthusiastische Entertainer ist andauernd auf Achse und nimmt jedes Abenteuer mit. Von Festival bis Freizeitpark. Geht's einfach nur darum, Spaß zu haben. Dann bin ich gerne sofort dabei. Und Haus an Haus 2 war ihm noch lange nicht genug. Durch Sendungen wie Spiele mit Schmerz hat der Showmaster sein Schmerzempfinden auf minus 6000 gesenkt und ist bereit, sich ohne Rücksicht auf Verluste für den Sieg seines Teams einzusetzen. Wird Team Bohnen also heute den Pokal zum wiederholten Male nach Hause holen und Team GameStar niedermetzeln? Wir sagen, ja sicher. Hier wird schon sehr viel gelacht da drüben. Mit wem fangen wir denn an? Krogi, du hast uns vorhin abgeholt vom Hotel. Ja. Du bist auch der, der gestern nicht mit uns aus war. Das heißt, du müsstest eigentlich am pumptesten überhaupt sein. Ey. Oder haben wir dich so kaputt gemacht im Auto mental? Schau mal, im Auto, das war schlimm. Warum? Ganz ehrlich. Ich war lieb zu euch. Ich habe euch abgeholt, ich habe euch Geschenke gegeben. Ja, ich habe dir trockenes Brot mitgebracht, weil du das Konzept von Knäckebrot nicht verstehst, ist das nicht meine Schuld. Nur weil du da... Nein, du kannst... Also, liebe Zuschauer... Du hättest es später auch essen können, mit einem schönen Brot. Du noch labriger geworden. Nein, liebe Zuschauer, jetzt mal wirklich, für alle, die bei Krogi nicht geschaut haben und... ein Knäckebrot und ein Bier für vier Leute. Und er hat sich noch richtig geil gefühlt, was er für Geschenke für dir für dein zukünftiges Auto eine Nummernschildhalterung mit Autohaus Fickfrosch gegeben. Ja. Denk mal drüber nach. Hebt euch mal das Gebiefe für später auf. Wir wollen ja jetzt noch ein bisschen locker reingehen. Das muss ja auch noch einen Weg nach oben geben hier. Du bist gestern als Erster abgedampft nach dem Abendessen. Ja. Um zu streamen oder um zu üben, hast du so Angst vor uns? Pokémon. Ach so. War das mehr so soothing, damit du heute entspannt in den Tag genau, bist? Genau, ich hatte schon mal Pokémon, Team GameStar, dachte ich so, ja, die treffe ich ja schon heute. Deswegen dachte ich, ja, Pokémon... Pokémon ist größer als Team GameStar. Oh. Moment mal. Gut, kommen wir zur nächsten. Sarah, du bist als Vorletzte gestern gegangen, nach den Drinks dann noch. Hast du noch trainiert gestern oder bist du direkt in die Falle? Nee, ich bin gestern nach Hause, hab geschlafen. Nicht so viel wie mein Team. Wir haben uns schon ausgetauscht. Und dann habe ich mich heute auch hingelegt, weil das neue Pokémon heute rausgekommen ist. Und ich bin trotzdem hier. Das will was heißen. Ich mag euch. Hey. Oder du hast hier schon zugesagt, bevor du auf den Release-Termin-Kalender der Spiele für den Ja. Janina, du warst als Letzte schlafen. Wie schaut's bei dir aus? Du wolltest gestern auch noch trainieren. Bist du dazu noch gekommen oder nicht?
Kommt drauf an, ob du die Leber trainieren meinst oder jetzt so die Videospiele. Beim Leber trainieren war ich noch dabei, das sah machbar aus. Das sah machbar aus. Ich habe heute früh noch mal ein bisschen rein, also früh, ich bin um 14.30 Uhr aufgestanden. Dann, ja, da habe ich noch mal das ein oder andere Spiel gestartet. Aber ich bin fit, ich bin da, ich habe Jules abgefüllt. Tell me more, tell me more. Das muss jetzt ein paar Stunden warten, denn ihr füllt euch jetzt, wenn dann, selbst ab mit schönen Leckereien von Froster und Chibo. Nils, was gibt's denn da Feines? Wir haben ja zwei Kategorien, haben wir vorhin schon gesagt. Eine davon ist Speedrun. Und Speedrun, da muss man wach sein, da muss man gute Reflexe haben. Und wenn man die unter Beweis stellt, dann bekommt man etwas, um diese Reflexe auch auf diesem Niveau zu halten. Dann gibt's nämlich Chibo zum Trinken, Kaffee zum Trinken. Die Teams haben einen Kaffeeautomaten bei sich und den müssen sie natürlich füllen mit Kaffee, den sie sich dort bei diesen Speedruns verdienen können. Also herzlichen Dank, Chibo, dass ihr heute mit uns zusammen Haus an Haus möglich macht. Außerdem haben wir Froster dabei. Und wer guten Kaffee trinkt, der muss natürlich trotzdem noch was Gutes essen. Und dafür sorgt heute Froster. Ihr da draußen könnt nämlich jetzt wählen, was können die Kandidaten und Kandidatinnen heute essen. Am Ende werden drei Gerichte quasi übrig bleiben, die ihr gewählt habt. Und aus diesen drei dürfen die Teams sich dann was aussuchen. Also auch jetzt seid ihr wieder gefragt, Geschmack zu beweisen und eurem Team das zu servieren, was sie gerne essen wollen würden. Also auch euch vielen lieben Dank, Froster, dass ihr mit an Bord seid. So, neben diesen beiden Highlights haben wir natürlich noch mehr Highlights, die hoffentlich in dieser Sendung passieren. Und da würden wir euch noch einmal bitten, dass ihr ein Auge drauf habt. Und wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, wow, das muss auf jeden Fall in irgendeine Form von Best-of rein, dann könnt ihr das Ganze im Forum einmal anmelden. Und zwar unter rbtv.to/haah, also Haus an Haus, haah. Highlights. Klingt jetzt, wenn man so sagt, Highlights, nicht so einfach zu verstehen. Also Highlights. Genau. Und das große Highlight beginnt in Kürze. Ihr seht da oben rechts. Da. ich werde das nie lernen, diesen Spiegeleffekt. Da seht ihr den Countdown. Um 8 beginnt diese Show, ne? Fabian, möchtest du noch irgendwas loswerden, was wir vergessen haben? Würde ich tatsächlich gerne. Ich habe nämlich gehört, dass unser Kollege Colin noch was vorbereitet hat. Du hast immer das Thema Essen kurz angesprochen und die Votings zu den Froster-Gerichten. Mhm. Und Colin ist ja unser Food-Experte und da hat er noch was vorbereitet, der das Ganze noch mal ein bisschen oder dass das Ganze noch mal ein bisschen besser erklärt und auch wie das Voting gleich funktioniert, das festlegt, welche Gerichte auf die Speisekarte kommen. Das können wir, glaube ich, einmal an der Stelle hier noch erklären in einem kurzen Video. Liebe Leute, es ist soweit. Essenszeit bricht an und damit die schönste Zeit des Tages, also zumindest für mich, aber vielleicht auch für die hungrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer da draußen in den Teamhäusern. Ihr habt im Vorfeld 6 Gerichte auserkoren und aus diesen 6 Gerichten macht ihr jetzt die finalen 3. Allzu viel falsch machen kann man da nicht, denn sämtliche Gerichte basieren auf dem Froster-Reinheitsgebot, bestehen also aus natürlichen Zutaten und kommen ohne Zusatzstoffe aus. Und welche Gerichte nachher in den Mägen landen, das schauen wir uns jetzt mal an. Als Start Nummer 1 gibt's den Hähnchenhit Rahmgeschnetzeltes, also etwas Herzhaftes mit Hähnchenbrust, Spätzle und Champignons in Rahmsoße. Mit der Start Nummer 2 wartet die Tortellini-Käse-Sahne, also eine Pasta mit feiner Frischkäse-Spinatfüllung, knackigen Karotten und Brokkoli in einer cremigen Käse-Sahnesoße. Die Nummer 3, Penne Gorgonzola mit leckerem Blattspinat und echtem Gorgonzola aus Italien. Mit der Start Nummer 4 eine ganz andere Art von Pasta, die Nom-Nom-Nudels, eine vegane Köstlichkeit aus der Kategorie Asian Street Food mit Kokosmilch und viel Gemüse. Die Start Nummer 5 bleibt asiatisch, aber wenn ihr lieber Reis statt Nudeln mögt, dann ist der Nice Rice Korean Style mit seiner feinen Chili-Note vielleicht genau das Richtige. Und last but not least, die Nummer 6, richtig viel frisches Freilandgemüse, gibt's in der Gemüsebowl cremiges Linsencurry. Klingt alles geil. Und jetzt seid ihr dran. Einfach im Chat die entsprechenden Befehle eingeben und dann schauen wir, welche 3 Gerichte final auf den Tellern landen. Und wenn ihr selber mal probieren wollt, kein Problem. Wir haben ein kleines Gewinnspiel mit unseren Freunden von Froster für euch vorbereitet auf rbtv.to/froster. Da gibt es zu gewinnen 5 Gutscheine à 50 Euro und 10 Gutscheine à 25 Euro Warenwert. Und ein gratis Paar Socken gibt es ebenso. Und damit könnt ihr auf frostershop.de nach Herzenslust einkaufen und eintauchen in die große Welt der Froster-Gerichte. Und wenn ihr nicht gewinnt, kein Problem, die Gerichte gibt es natürlich auch in den Supermärkten. In diesem Sinne, guten Appetit und viel Glück.